Wie fällt das Fazit aus, wenn du das nach diesen 7 Tagen jetzt ziehst? Also ich muss ehrlich sagen, mir geht es jetzt wie den Fahren. Ich bin vorhin bei der Siegerehrung auf der Bühne schier zusammengebrochen. Jetzt eben die Spannung geht jetzt oder ist weggegangen. Hat alles super funktioniert. Dieses Jahr war einfach eine gigantische Woche. Also ich habe jeden Tag oder wir haben jeden Tag von der Organisation, von den Teilnehmern unheimlich gutes Feedback bekommen. Es gibt im Prinzip keine Kritikpunkte, was die Organisation, die Logistik und die Strecken anging. Und ja, da kann man einfach nur zufrieden sein und heute Abend dann auch richtig feiern. Siehst du irgendwo an einem bestimmten Punkt vielleicht ein Highlight oder was gab es Besonderes in dieser Woche? Das Highlight für mich ist einfach diese Einmaligkeit von dieser Veranstaltung, dass wir eben sehr nah an den Teilnehmern dran sind, weil wir eine Woche mit denen unterwegs sind. Genauso mit der Organisation. Das ist praktisch ein Aktivurlaub im Schwarzwald für uns. Und das ist für mich das Highlight, weil es gibt keine andere Veranstaltung, die wir machen, wo ich eine Woche mit so vielen Leuten unterwegs bin. Und das macht mir einfach unheimlich Spaß. Ich unterhalte mich gern mit Leuten, ich bin eigentlich sehr kommunikativ und offen und ja, gefällt mir einfach. Nun war das Niveau auch sportlich dieses Jahr ja nun wesentlich höher als im letzten Jahr mit den ganzen Topfahrern. Wo geht der VOD Transschwarzwald noch hin? Ja, das habe ich mir natürlich diese Woche auch schon ein paar Mal überlegt, zusammen mit der Ursel und mit Kai. Aber so richtig konnte ich mich natürlich da noch nicht. Aber ich denke auf jeden Fall, dass wir in diesem Jahr den Durchbruch geschafft haben, absolut. Auch durch die TV-Geschichte und die Medienpartnerschaft mit euch, mit Bike2B. Und wir haben den VD Transschwarzwald gut transportiert in diesem Jahr. Und ja, lassen wir uns mal überraschen, was da in den nächsten Jahren noch kommt. Aber ich denke, wir sind noch lange nicht am Ende. Vielleicht kannst du jetzt kurz zum Abschluss noch einen Ausblick auf 2009 werfen. Gibt es dort Veränderungen? Was bleibt gleich? Ja, wann geht's los? Gleich bleibt die gute Organisation wie in diesem Jahr. Und terminlich liegen wir wieder in derselben Woche. Ich glaube, der 9. bis 15. August 2009 ist es. Ab 1.9.2008 kann man sich bereits online anmelden. Teilnehmer sind limitiert, 500. Und die Etappenorte bleiben gleich fürs nächste Jahr. Da haben wir noch laufende Verträge bis einschließlich 2009. Ja, und das Wetter wird natürlich nächstes Jahr auch wieder gut. Alles klar, ich danke dir. Mir hat es auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht und ich denke, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Ja, gerne.